Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Transport Fever hier auf dem südasmaralischen Fernsehen. Ich bin Cedric Reisos und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem neuen Let's Play. Und zwar, Transport Fever ist der Nachfolger von Train Fever. Habt ihr wahrscheinlich auf meinem Kanal auch ein bisschen angeschaut. Und hier gibt es einige Erneuerungen, einige gute Erneuerungen. Und die möchte ich euch zeigen in der Kampagne und im freien Spiel. Wir fangen erstmal mit dem freien Spiel an. Die Kampagne kommt im späteren Verlauf dazu. So als Zwischending. Und da kommt das immer mal dazu. Als Special von Transport Fever. Switche in den freien Modus. Und erstelle schon mal zufälligerweise diese Karte. Wir haben hier die standardmäßige Einstellungen, wie man sie aus Train Fever kennt. Weltgröße, klein, mittel, groß, Landschaftstyp, flach, mittel, hügelig. Stadtjahr 1850, 1900 und 1950. So, das Neue ist, man kann jetzt auch einfach 1900 nehmen. Ja, das muss man nicht mehr freischalten. Die Schwierigkeit einfach mittel schwierig. Lasse man noch auf einfach. Später, wenn wir da irgendwann mal in Staffel 2 gehen, können wir auch mal in mittel und dann auch in schwierig gehen. Weltkäse klein, groß oder hügelig, flach. Lass das mal auf mittel. Dann kann man hier noch das Weltenformat einstellen. Finde ich auch lustig. Ob man das jetzt hier lang gezogen, ne? Finde ich eigentlich richtig lustig. Ja, ich lasse es lieber mal so. Und die erweiterten Einstellungen sind einfach nur hier Fahrzeug kein Endjahr und keine Kosten. Das dritte ist nicht mehr drin. Also, dass man die Straßen einfach so abreißen kann und Häuser und hier, weil sonst da kein Weg ist, weil es eine Hauptverbindung ist. Das haben sie jetzt so umgeschrieben, dass man das hier nicht mehr einfügen braucht, weil das kann man jetzt einfach so machen. Finde ich eine super Einstellung. Und man braucht jetzt nicht mehr, wenn man irgendwas baut, das Haus vorher abzureißen. Man kann da einfach das, was man bauen will, hinsetzen und da wird einen angezeigt, eben wie für Häuser man abreißt und die werden auch farblich hinterlegt, sozusagen, dass man die auch sieht, dass man die abreißen kann. Also, was man abreißt. So hier europäisch und amerikanisch oder alle. Das kennt man ja auch, weil man hat jetzt nicht mehr die DLCs, die man hinzufügen muss. Das USA DLC ist automatisch mit drin. Das Nordic DLC ist noch nicht mit drin, aber vielleicht kommt er in Zukunft, weil Steam Workshop, vielleicht kommt er in Zukunft da ein wenig Power in Steam Workshop, dass da das Nordic DLC wieder kommt. Nämlich der Wintermod ist jetzt schon wieder November und da ist der Winter nicht mehr weit hin. So, das war's hier. Ich drücke jetzt einfach mal auf Start. Das kennt man ja von Train Fever. Und dann geht's los. Folge beim Gleisbau möglichst den Höhenlinien. Geländeveränderungen kosten viel Geld. Das stimmt. Allemal. Man kann noch die Loks und auch die ganzen Fahrzeuge plus Flugzeuge, also man kann alles beliebig einfärben. Man kann sogar das so getrennt machen, dass die Lok eine andere Farbe hat als jeder einzelne Waggon oder Lore. Das ist richtig gut gemacht. Richtig gut. Also finde ich zumindest. Gucken wir erstmal einen groben Überblick. Wir haben nämlich auch sehr viel an dem Güterverständnis geändert. So, es lädt noch. Jetzt sind wir aber hier in Alfhausen. Das klingt ja jetzt schon gut. Oh, ruckelt doch ein bisschen, jetzt ruckelt es nicht mehr. Gucken wir doch mal. Ja, die Karte muss erstmal laden, ja. Alfhausen, Lastrup,
Reichenschwand, Surbrook, Walmoff, hinten ist nichts mehr. Dann Hilst, Emmershausen, Beltheim, Elsdorf, Pustol, Stahnsdorf hier oben, der Kattelhof, Schwanenmühle, Parkstein. So, jetzt sind wir, glaube ich, alles durch, ne? Ja, genau. Wir haben einen schönen See in der Mitte. Und hier oben ist eine Flussbiegung. Und hier oben auch nochmal. Aber die bringt uns ja herzlich wenig. So, was wurde hinzugefügt? Das Menü ist nicht mehr hier auf der Seite, sondern unten. Was ich sehr gut finde. Man hat erweiterte Einstellungen. So könnte man jetzt hier einfach mal die Städtenamen ausblenden. Oder die Industrien. Genau. Wir können auch hier einen kompletten Vierer ausblenden. Das geht auch. Oder man macht das eben einzeln. Dann seht ihr, es gibt viel mehr Industrie. Es gibt folgende Industrien. Ich habe mir die ja mal notiert, dass es schneller geht. Ein bisschen informiert. Und da habe ich auch ein bisschen was hier raus empfunden. Es gibt Getreidevieh, Eisenkohle, Stahl, Baumstämme, Stein, Schlacke, Kunststoff, Bretter, Öl, Rohöl, Treibstoff, Maschinenwerkzeuge, Kunststoffwaren, Baumaterial, Lebensmittel, Werkzeuge. Habe ich irgendwas? Ich glaube, ich habe irgendwas doppelt. Aber zum groben Überblick. Und ihr seht ja, manche Industrien haben ja mehrere Sachen. Und da ist der Bedarf entweder oder. Brauchen entweder Schlacke oder die brauchen Stein, dass sie das Baumaterial herstellen können. So habe ich das zumindest rausgehört, weil hier zum Bleistift, da brauchen die entweder, wenn ja zwei Sachen der gleichen Sache stehen, heißt das, oh, guck mal, der Wind, der weht. Wenn die zwei Sachen brauchen, da steht das wahrscheinlich dann so hier, so wie es hier steht, ich komme gerade nicht auf den Begriff, oh. Da brauchen die viel von dem Material. Also die brauchen viel Holz oder Stahl, um Werkzeuge herzustellen. Oder die brauchen viel Holz und Stahl. Oder Stahl und Kunststoff, um Maschinen herzustellen. Ist cool, wie der Roboter hier simuliert ist. Finde ich lustig. Dann hier Rohöl zu hier Öl und Treibstoff. Dann ist das ja die Kohle. Und das ist ein Steinbruch, das ist ein Holz, genau, das ist Holz zu Brettern, das ist sogar eine richtig schöne Verbindung hier. Dann hier Stein und Schlacke zu Baumaterial, dann haben wir hier Öl und Getreide zu Kunststoff. Hier ist Eisen und Kohle zu Stahl und Schlacke, hier ist eine Rohölquelle. Da haben wir hier Bretter, Kunststoff und Stahl zu Waren. Genau, hier ist Getreide und Vieh zu Lebensmitteln. Ist auch ganz wichtig. Haben wir noch irgendwas vergessen, was wichtig ist? Wichtige Verknüpfungen? Irgendwo? Nö. Scheint eigentlich alles gerade abgegangen zu sein. So, jetzt stellt sich die Frage, wo fängt man an? Wo fängt man an? Reichenwald, ja, erstmal eine kurze Verbindung irgendwo, sind dann zwei Ortschaften nah beieinander, ist vielleicht nicht so die ideale Strecke, weil es hier berghoch geht, hier ist ein Tal und hier, wenn wir Alfhausen zum Hauptbahnhof machen, Alfhausen zum Hauptbahnhof, das sind zwei Städte, die könnte man mit dem Schiff sehr gut verbinden in naher Zukunft. Und ja, es kommt mir 10 Minuten Part. Also ist die erste Folge ja eigentlich jetzt schon um. Ja. Wir gucken uns wahrscheinlich jetzt erstmal in irgendeiner Stadt um und ich nehme wirklich erstmal Alfhausen. Nee, das war nicht Alfhausen. Das ist Alfhausen. Hier ist Alfhausen. Hier mal die Vielfältigkeit. Hier sind überall
hinten kleine Stände. Finde ich richtig hübsch detailliert. Genau. Was ist erstmal mit der ersten Folge? Und wir sehen uns dann morgen wieder. Oder übermorgen. Ich weiß noch nicht so wirklich. Ciao, ciao.